Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck Roche. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also Roche ist ein riesiger Pharmakonzern. Hauptgeschäftsbereich ist die Entwicklung von Medikamenten und zwar vor allem gegen Krebs, Virusinfektionen und Stoffwechselerkrankungen. Außerdem stellt die Firma Diagnostikfabrikate her. Gegründet wurde Roche im Jahr 1896. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium, hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land. Also die Aktie kommt aus der Schweiz und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 276 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und das gibt einen vollen Punkt von mir. Das zweite Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet. Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 6,6 auf 9 Schweizer Franken je Aktie angestiegen und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Damit gibt es hier von mir ebenfalls einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium, wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? In der Finanzkrise hat die Aktie ca. 47% an Wert verloren und das ist im Vergleich zu anderen Aktien recht gut. Und daher gibt es hier von mir einen halben Punkt. Und das schauen wir uns auch nochmal im langfristigen Kursverlauf hier an, auf unvista.de. Und hier sehen wir, dass die Finanzkrise ungefähr hier in diesem Zeitraum war. Da hat die Aktie, wie gesagt, ca. 47% an Wert verloren. Und in den Jahren danach ging es dann auch wieder mit kleineren Auf und Abs schön nach oben, zumindest dann bis 2014. Da hat die Aktie dann nochmal eine Schwächephase durchgemacht. Die hat dann bis ca. Mitte Mai 2018 angedauert und danach ging es dann auch wieder weiter nach oben mit der Aktie und auch in den letzten Monaten hat die Aktie sich ganz gut entwickelt, vor allem hier im Mai und Juni 2021 jetzt zuletzt. So, dann zum nächsten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Da haben wir eben schon gesehen im Chart, dass die Aktie im Großen und Ganzen in den letzten Jahren ganz gut gelaufen ist. Und genau genommen hat die Aktie in den letzten 10 Jahren um ca. 149% zugelegt. Und das ist meiner Ansicht nach eine sehr gute Entwicklung für einen großen Pharmawert wie Roche. Und damit gibt es hier von mir einen vollen Punkt. Dann zum fünften Kriterium. Wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 bei 54%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von 46%. Und das ist sehr gut in meinen Augen und daher gibt es hier von mir einen vollen Punkt. Das sechste Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? So, schauen wir erstmal ein paar Jahre zurück und zwar in 2019 gab es hier einen Gewinn je Aktie von 15,62 Schweizer Franken und im letzten Geschäftsjahr ist der Gewinn dann angestiegen, trotz der Krise und zwar auf 16,52 Schweizer Franken und auch für die Zukunft schaut es hier ganz gut aus, denn die Analysten erwarten hier momentan einen Gewinn je Aktie von 17,47 Schweizer Franken für 2021. Das kann sich natürlich noch ändern, aber momentan schaut es ja ganz gut aus von den Prognosen her für 2021 zumindest. Und damit gebe ich hier einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV 130 und ist damit die Aktie vermutlich nicht so teuer? Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2021 liegt bei 20. Und damit recht deutlich unter der 30er Marke und damit gebe ich hier auch nochmal einen vollen Punkt. Und damit kommen wir zum Gesamtergebnis und hier holt Roche in meinem 7-Punkte-Sicherheitscheck insgesamt 6,5 Punkte, also von 7 maximal möglichen Punkten. Also hat die Höchstpunktzahl knapp verfehlt, aber nichtsdestotrotz natürlich ein sehr gutes Ergebnis und damit landet die Aktie dann auch in meiner Sicherheitscheckampel auf der besten Stufe. So, dann schauen wir uns jetzt mal kurz noch die Rangliste an aller meiner gecheckten Aktien in meinem 7-Punkte-Sicherheitscheck und hier landet Roche mit den 6,5 Punkten auf dem zweiten Platz momentan. Also hier werde ich die Aktie dann einordnen und die Rangliste könnt ihr natürlich auf meiner Website abrufen. Ohne Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt zum Abschluss prüfe ich noch, ob die Aktie denn aktuell günstig bewertet ist. Das Ganze mache ich hier mit dem Aktienfinder-Tool. Und hier seht ihr zum einen mal an der schwarzen Linie den Kursverlauf der Aktie und zwar von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, also ca. Mitte Juni 2021. Und dann haben wir noch die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn.
Und jetzt können wir hier schön erkennen, dass der aktuelle Kurs oberhalb der gestrichelten Linie verläuft momentan. Also scheint die Aktie momentan überbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt und hier noch kurz der Hinweis, mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.